Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer. Ja, letzte Folge haben wir viel gewonnen, sehr viel verloren und zumindest einen Raptor wiederbekommen. Ich habe einen Wild Dino Kill gemacht auf dem Rückweg. Und ja, halt die Frage aus mit ich. Und zwar von dir. So, danke. Cool, natürlich. Jetzt? Gut. Dann würde ich gerne die hier ein bisschen reparieren. Repair. Das kann weg. Würde ich eigentlich auch gerne reparieren. Nicht den bitte. Hallo? Damit wir immer wieder ein bisschen in Fahrt kommen. Sorry übrigens, wenn ich die letzten und vielleicht auch noch nächsten Folgen nicht ganz so viel rede. Vielleicht freut es den einen oder anderen ja auch. Ein paar Tagen auf die Zunge gebissen und es hat sich einfach übelst entzündet. Und jedes Mal, wenn ich rede, tut es halt einfach scheiße weh. Und ich trotzdem zocke, weil ich halt einfach drauf Bock habe. Und kann ja schlecht einfach 20 Folgen aufnehmen, indem ich gar nichts sag. Könnte ich vielleicht doch, aber na, Raptor-Sattel. Bisschen Schweinefleisch wäre noch ganz cool. Protein-Meat. Unsere Aufgabe nach wie vor. 30, was wir alles haben. Unsere Aufgabe nach wie vor ist immer noch irgendwas Besseres zähmen. Nychos-Sattel und Diplodocus-Sattel deaktivieren. Egal. Ja, können auch mal gucken, dass wir irgendwie Metall kriegen. Aber ja, das ist jetzt halt erstmal. Wait is. Wir werden uns jetzt mal hier die Richtung angucken. Langfristig ist der Plan, ich guck mal, ob der Weg halt so ein bisschen frei ist, dann könnte man das eigentlich machen. Langfristig ist der Plan, da hinten hinzuziehen in die West Area. So oben auf die Landzunge bei 40, 15. Da kann man nämlich einfach super geil bauen. Man hat den Carnivore-Spot direkt an der Landspitze. Kommt ins Schneegebiet, wo man ja wieder mehrere Tierchen hat. Und ja, das ist wie es ist. Dumpti-dumpti-dumm. Gut und nutzlos. Und, das macht keinen Sinn. Muss halt gucken, ob der Weg frei ist. Thatch-Gebäude brauchen wir nicht so wirklich. Event-Colors gerne abschalten. Ich hätte das Event gerne ohne Event-Colors. Mag ich Event-Colors ganz gerne. Aber aktuell stören die mich tatsächlich eher. Nichts im Moment hier, was uns irgendwie. Weißt du was? Ich hole unseren. Wagen die sich gerade gegen so. Oh Gott. Ey. Ich hole unseren Anhang. Das Fiumia wird das eigentlich auch ganz einfach. Ich versuche übrigens nichts zu benutzen, was von den anderen Maps ist. Eigentlich würde ich das auch ganz gerne ausschalten. Eigentlich ist es ausgeschaltet, aber irgendwie funktioniert das nicht so gut. Arg halt manchmal. Auf jetzt mit Raptor Claws. Hey,
basiert auf dem Stego. Der hat den wabbelnden Popo. Verstehe nicht, warum das die Arcdevs nicht gesehen haben. Ob es ihnen egal war? Weil eigentlich müsste es ja. Ich kenne mich mit Modding und so und Coding und dem ganzen Kram gar nicht aus. Keine Ahnung, ob das gewollt ist oder ob sowas aus Versehen passieren kann. Aber keine Ahnung. Ich finde das. Einerseits ist es sehr dynamisch, andererseits sieht es halt einfach komisch aus. So. Hallihallo Base. Habt ihr das noch nicht geschlüpft? Sehr gut. Auch mit. Mache ich alles kaputt, das nehme ich mit. Ab. Kannst doch ein bisschen was tragen, oder? Ja, geht's. Hier, bitteschön. Natürlich wird es jetzt wieder dunkel. Warum nicht? Gab Storage? Gab das? Achso. Oh, ich dachte gerade, er legt sich hin nachts. What the fuck? Hat er Reduce auf. Mich gewundert, aber wer weiß. Uff. Das ist ein Raptor Claws. Fackel wäre jetzt ganz geil. Noch ein bisschen was tragen, ne? Dann kriegst du das doch alles. Krieg. Polish. 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 Den reinpasst. Und pick up und demolish. Nee, was soll das denn hier? Mach's nicht gerne, aber ich brauche einmal das Multitool. Soll. Eigentlich dürftet ihr nicht schweben. Das ist nicht nett. So, kann man das noch bei dir reinsammeln? Geht das? Ja, immer noch. Ihr könnt auch noch ein bisschen was tragen. Mietvertrag. Ab der Ausnahme werde ich machen für die die, wie heißen die? Firepods. Gerne mit. Schafft ihr das? Schafft ihr. Noch weg. Mollisch, meine Fresse. Ah! Toll.
aus. Was, ich packe jetzt auch mal ein paar von den Speeren bei der Reihe. Mir so schwer mit den Speeren. Jetzt auf euch auf. Oh. Geht, geht. Sehr gut. Darf mir nur nichts in die Quere kommen, weil dann sind wir alle tot. Eine Karawane. Jumia ist ein bisschen scheiße rein. Macht Sinn, das zu töten und irgendwie durch was anderes zu ersetzen? Eigener Dilophosaurus ist genauso schnell. Ich würde sagen, falls was passiert, sehen wir uns früher. Ansonsten, wenn ich halt bei der neuen Base bin. Ja. Noch ist nichts passiert. Aber ihr habt es gerade vielleicht im Hintergrund schon gehört. Die Blitzgeräusche sind wieder da. Ein Dilovenatrix ist in unserem Weg. Wir müssen jetzt sehr genau gucken, dass wir den nicht triggern. Den triggern sind wir tot. Aber alles. Alles von uns ist tot. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe ihn auch nur gehört. Also nur das Blitzen. Würde ich mal hochgehen. Eigentlich dürfte der hier oben nicht spawnen. Und? Hm? Alleine? Brauchst du Hilfe? Und da hinten läuft ein Parasaurus. Das sollte eigentlich nicht so das Ding sein gerade. Geradeaus ist der. So, Möglichkeit 1 ist, fuck it, weiterrennen. Möglichkeit 2 ist, wir bleiben erstmal hier auf dem Eckstück. Rechts in den Wald rein, aber dann ist auch da. Und halt Wasser hier. Da wird irgendwo sein, wo Wasser ist. Wir hören das Geboxe, das heißt, der wird auch ziemlich nah sein. Hier. Mal einmal runter. Aber ich sehe nichts Feindliches. Allerdings sehe ich auch da hinten nichts Feindliches. Nicht gut, komm mit. Auf jeden Fall ein Dillo. Sonst nichts. Wir riskieren. Mir? Ach, da hinten drin. Okay. Ist fast geschafft. Eigentlich würde ich sogar erstmal hier bleiben. Wir hier eigentlich auch alles haben, was wir brauchen. Warum hat mein Ton die ganze Zeit Probleme? Warum wird er ständig lauter und leiser? Wir bleiben hier oben. Hier auf dem Stück. Geht er da durch? Schafft ihr das? Leute. Wenn ihr es nicht schafft, dann habt doch eine intelligente KI, die einfach sagt, wir können hier drum rumgehen. Schafft ihr das? Nein, schaffen sie trotzdem nicht. Kommt hier zwei. Komm. Auch. Bewegung. Bewegung. Hier hin. Das hier wird dann neuer Base-Spot. Hier. Hier auf diese. Sagen wir sehen uns dann gleich, wenn die Base so
in den Grundfesten steht. So, wir sind wieder da. Die Base steht, zumindest so halbwegs. Der Raptor ist gerade eben ausgebrütet. Bin dabei, hier den Lirinosaurus zu zähmen, der hier an unserer Base auf und ab geht. Und gerade eben ist mir ein Binturong hier lang gelaufen. Er ist allerdings vor irgendwas geflüchtet. Ich habe keine Ahnung, wohin es ist. Er ist irgendwo hier hochgelaufen. Ich weiß allerdings nicht, wo genau. Binturong ist ein Säugetier, das es auch aktuell noch gibt. Und in-game kann es helfen, Saurier passiv zu zähmen, weil ihre Hungerrate schneller runtergeht. Das ist natürlich sehr gut. Ja, das Problem ist, den kleinen Sack zu finden. Kann sein, dass er da hochgelaufen ist. Kurz die Steine einsammeln. So. Auch dabei jetzt gerade. Ah, da ist er doch, dahinter uns. Auch stark angeschlagen. Irgendwas jagt hier. Das ist nicht so gut. Auch gerade dabei, uns ein bisschen hier Zeugs zu craften. Iron Wood brauche ich dafür. To Berry. So, nur Level 30er, geht schnell. Was brauchst du? Auch eine Mecho Berry. Das war spontan. Einfach mal alles zähmen, das ist schon ganz gut so. Ich weiß nicht, was Moshops mit dem Better Dino Ding machen. Hat der einen Buff? Nee, ich glaube, die machen gar nichts. Wir warten, dass die beiden hungrig sind. Wir holen uns mal ein bisschen Fasern. Vorne ist ein Fischfresserosaurus. Eine Rare Flowers leider. Am liebsten. Aber wir haben etwas Wut. Müssen wir zumindest nicht mehr den blöden Bogen die ganze Zeit nehmen. Zack, zack, zack. Der Bogen kommt weg, die Berries kommen weg. Er kommt hier hin. Auch weg. Den kommt man nicht benutzen, ne, den Skin. Doch. Sind wir schon mal ein bisschen weiter wie vorher. Nehmen wir die beiden noch. Schon ziemlich angefressen. Ich habe keine Ahnung, was den angegriffen hat. Aber hier, der Moschops war auch ziemlich verletzt, als er hier angekommen ist. Also irgendwas Böses lebt hier. Ich sehe allerdings nicht was. Ich sehe gar nichts Böses hier. Der Fischfresserosaurus da hinten ist lieb. Also der greift ja nicht an. Bei Lirinosauren auch nicht. Hier vor uns ist ein Dodo. Könnte sein, dass die von da oben runtergefallen sind. Ich würde gerne den blauen Drop holen, aber ich glaube, das ist schon eine Weile da. Ich glaube, das wird zu spät. Oder zu gefährlich. Das kann auch sein. Versuch's mal. Mehr als nicht schaffen können wir es ja nicht. Nur echt massivst aufpassen, was hier in der Dings ist. Aber wenn hier irgendwas runterfällt, was zu stark für uns ist, haben wir ein Problem. Nicht das Problem? Kein Problem. Da ist ein. Ist das ein Nigersaurus? Keine Ahnung, was hier oben das Problem war.
Soll gar nicht wissen. Cool, da ist ein Problem. Techraptor. Ist er zu stark? Schwach. Wir könnten ihn zähmen. Allerdings ist es halt ein fucking Techraptor. Töten würde uns mehr bringen. Oh, nein! Oh, ich wollte ihn gerade öffnen! Oh, Mann, oh! Da ist übrigens der Dilovinatrix. Man hört ihn ganz klar da unten. Sieht man ihn? Ja, der greift da gerade den Megalodon an. Das erklärt auch, warum die Trikes hier so friedlich existieren können. Ist der Raptor tot? Nice. Loot! Loot, Loot, Loot! Toll, yay! Geiler Scheiß. Mal runter. Fuck. Ah, es war zu früh. Oh, wir müssen den kleinen Raptor wieder füttern. Nicht, dass er uns verhungert. Genug Fleisch? Nein. Du? Kleiner Raptor. So. Kriegst du noch ein bisschen Leben dazu. Ich nehme das hier. Das kommt hier wieder mit rein. Kommt hier hin. Das nehme ich auch an mich. Danke sehr. Ja, dann sind wir eigentlich so ziemlich ausgestattet, kann das? Meine schon. Das ist Metall. Glaube ich. Ja. Ja. Geil. So, wo sind Binturong und Kollege? Die schwuppen beide darüber. Die holen wir uns noch. Da habe ich schon Bock drauf. Keine Ahnung, was die machen. Gerade der Lirinosaurus habe ich noch nichts zu gesehen. Habe ich trotzdem Bock drauf. Aber ich muss auch das Wild Ark Showcase-Video mal weitermachen. Ich glaube, bis auf einen Dino habe ich von der nächsten Reihe sogar alle. Oh, nicht hungrig sein. Das dauert immer mit dem Passiv-Themen. Wer ist einfach mal ein Leggy? Ich finde die Haut ein bisschen komisch. Das passt nicht zusammen mit dir, das Farbmuster. Auch wenn es an sich ganz cool aussieht. Ja. Wenn das Weihnachtsevent um ist, werde ich den Tag auch praktisch auf endlos stellen. Wir haben also PvP-technisch haben wir nicht zum Tag nach Wechsel und Trodons, sind wir mal ehrlich, sind auch keine Herausforderung mehr, sobald man irgendein berittenes Tier hat. Und keines von den Mottieren hier ist Tag-Nacht-Wechseltechnisch irgendwie von Bedeutung. Kann man bitte Hunger kriegen? Nee, kein Hunger. Theoretisch müssen wir noch ein paar Spikes hinbauen. Damit, falls was hier irgendwie kommt, uns nicht gleich alles wegfrisst. Aber, ja. Ist nicht so schlimm. Hallo, Raptor Claws. In der Nähe. Ich sehe zumindest nichts. Ich höre ihn auch nicht ho-ho-ho rufen.
Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich zähle die beiden jetzt noch zwischen den beiden Folgen. Und dann haben wir nächste Folge zwei neue Gefährten. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch die Reihe, die Folge gefällt, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.